So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Am Geburtstagswochenende waren wir nämlich im Teegut und Thomas hat da was entdeckt und gesagt, guck mal, willst du das nicht mal testen? Da steht was im Regal. Das sieht von den Flaschen her ein bisschen aus wie Powerade, ist aber kein Powerade, das ist nämlich Urus. Und das habe ich erst so spät gelesen. Ich dachte, da steht Virus drauf, also Virus. Wie kann man sich denn so krass verlesen? Ich dachte, das ist Virus Energy Drink, Virus Zero, Virus Power Drink, irgendwas. Aber nein, das ist Urus. Auf dem Kassenzettel habe ich mich nämlich dann gewundert, warum da hier Uranus steht oder einfach nur was anderes. Auf jeden Fall haben wir die drei mitgenommen. Die möchte ich jetzt mal probieren, alle drei einzeln und dann alle drei zusammen im guten Ernesto-Glas, was das jetzt halt wirklich ist. Wir haben nämlich einmal Urus Power Drink Acai Schwarze Traube Geschmack. Wir haben Urus Power Drink mit Kiwi Limette Apfel Geschmack und das ist die Zero Variante, aber mit Erdbeer Ananas Geschmack und das klingt auch verdammt gut. Das ist, glaube ich, alles ohne Kohlensäure. Das ist kalorienfrei, zuckerfrei, mit Zusatz von 4 Vitaminen, B6, B12, Niacin, Pantotensäure, sagt mir gar nichts. Mit dem wollen wir jetzt anfangen, mit dem Zero, weil ihr wisst, wenn da Süßungsmittel drin ist, wir sind ja nicht beim Gönnergy, dann kann es nur nichts werden und dann wird es irgendwann vielleicht besser. So, das ist jetzt das, was wir testen wollen. Das stelle ich jetzt kurz hier rüber und fange an. Mit der Zero-Variante, Urus Zero, Power Drink, Erdbeer, Ananas-Geschmack. Ananas finde ich sehr gut, Erdbeer finde ich auch sehr gut. Normalerweise habt ihr hier auch diesen Nippus, wo ihr das aufmacht, das hochzieht, dann schon draus trinken könnt. Wir wollen das jetzt aber mal anders machen. Wir wollen das direkt aufmachen, dass ihr auch die Farbe seht, denn dafür habe ich dieses schöne gläserne Glas. Ein Glas, was aus Glas besteht. Der hat eine richtig tolle blaue Farbe. Guckt euch das mal an. Das macht Konkurrenz. Team Gönnergy. Wir müssen aber noch was drin lassen. Wir wollen ja dann alle drei zusammen mal probieren. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall gut. Hat nichts mit Erdbeer zu tun, hat auch nichts mit Ananas zu tun. Ist trotzdem blau. Ist Zero, kalorienfrei, zuckerfrei. Aber schmeckst du gar nicht so. Es ist ohne Kohlensäure, es ist wie ein Wasser mit Geschmack, aber nicht so viel Wassergeschmack und wenig Geschmack hinterher. Es ist ein präsenter, trotzdem fruchtiger Geschmack, der direkt auf der Zunge liegt und am Ende wird es auch ein bisschen süß. Es ist aber kein Zucker, es ist sicherlich Süßstoff oder irgendwas, aber nicht so viel Süßstoff drin. Genau hier steht mit Süßungsmitteln, Erfrischungsgetränk mit Meerfruchtgeschmack. Das hätten sie beim Gönnergy machen müssen. Dann hätte das gepasst, denn das ist auch Zero, das ist auch mit Süßstoff, aber das ist so wenig Süßstoff drin. Es reicht aus, dass es fruchtig schmeckt, dass es nicht künstlich schmeckt und es ist vor allem ohne Kohlensäure und trotzdem, weil es kalt aus dem Kühlschrank kommt, mega erfrischend. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das ist der schlechteste, der Urus Zero, aber der ist jetzt schon verdammt gut. Die Mischung aus Erdbeer und Ananas schmecke ich zwar jetzt nicht so ganz raus. Ich glaube, die Ananas ist präsenter als die Erdbeere. Aber ist egal, das schmeckt auf jeden Fall wie das blaue Powerade. So ein bisschen erinnert daran. Und das hat irgendwie Style dafür, dass es so ein No-Name-Produkt ist. Als zweites nehmen wir mal. Nehmen wir mal den hier. Das ist der Urus Power Drink. Der ist aber auch kalorienarm. Isotonisch und auch mit Zusatz von 4 Vitaminen, genau wie bei dem anderen drauf, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Da ist also beides drin. Wir haben letztens auch was gehabt, wo auch beides drin war, dass das halt nicht zu ungesund ist, aber gleichzeitig auch nicht zu künstlich schmeckt. Ist wieder mal super gut gelöst. Das Ganze ist Acai Schwarze Traube Geschmack bei Schwarze Traube. Da habe ich immer die Vorstellung, dass das vielleicht ein bisschen säuerlich ist, aber ich lasse mich gerne überraschen. Das hat eine richtig geniale, ach du meine Fresse, wie sieht das denn aus? Das ist richtig lila, richtig kräftig, richtig präsent. Guckt euch diese Farbe an, die kommt so, glaube ich, gar nicht so gut zur Geltung.
müssen das mal rumdrehen, mal so halten. Diese Farbe ist einfach unglaublich, richtig geniales Lila, was ihr hier seht, auch wieder ohne Kohlensäure, trotzdem mega erfrischend, total gekühlt, finde ich stark. Und das ist kein Sirup, das müsste ja jetzt noch besser schmecken. Frage ist, ob man Traubenfan ist. Wir probieren mal kurz. Da ist eine richtig starke Traubennote drin. Und ich habe gedacht, der ist richtig säuerlich vielleicht oder der greift richtig an und brennt, aber auch der ist irgendwie angenehm zu trinken. Nachdem der Traubengeschmack präsent ist, kommt im Nachhinein so ein halbwegs so Bubblegum-Geschmack, aber das ist vielleicht einfach die Nachwirkung von der Traube. Finde ich auf jeden Fall auch angenehm, finde ich gut. Sieht gut aus, macht einen guten Eindruck, trinke ich mir immer noch rein. Und das alles ohne Kohlensäure und trotzdem mega erfrischend. Hätten sie beim Gönnergy halt die Süßungsmittel nicht so reingepumpt und die Kohlensäure weggelassen und hätten so einen leckeren Power-Drink gemacht. Ich will es nicht immer so schlecht reden, aber es ist unbegreiflich. Man denkt, alles, wo Süßungsmittel drin ist, schmeckt halt einfach scheußlich. Aber ist nicht so. Und da frage ich mich wieder, hat das denn keiner probiert? Das ist richtig stark, das werde ich auch jederzeit wieder kaufen. Urus Power Drink mit Kiwi, Limette, Apfel. Apfel, eigentlich immer mein absoluter Liebling. Das ist noch mit Limette und Kiwi. Vielleicht ist es hier jetzt ein bisschen säuerlich. Nach dem Blauen und den Lilan haben wir jetzt ja wahrscheinlich einen Grünen. Wegen eben Apfel, Kiwi und Limette, da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Am besten gefällt mir immer noch der Blaue, den wir zuerst hatten, von der Farbe her. Oh mein Gott, auch hier ein... Was ist das denn für ein geniales Grün? Das sieht so saftig aus. Das sieht richtig aus wie Apfel. Schönes Apfelwasser, gekühlt ohne Kohlensäure. Richtig stark. Kiwi, Limette, Apfel. Guck mal, was wir alles rausschmecken. Farbe auf jeden Fall wieder richtig genial. Vergesst Monster Energy, vergesst Rockstar, vergesst alles. Das ist ja alles auch mit Kohlensäure. Das ist ja meistens alles auch einfach zuckersüß, soll ein Energy-Drink sein. Aber wenn du da einen Apfel hast, ist das meistens so richtig auf saurer Apfel getrimmt. Das ganze Gesicht verzieht sich und hat auch einen richtig komischen Nachgeschmack. Das hat eine richtig starke Apfelnote. Geht ein bisschen ins Säuerliche rein, aber behält gleichzeitig eine süße Note. Weshalb ich das als den besten Apfeldrink gerade empfinde, den ich je getestet habe, den ich je gesehen habe. Nein, ich bin nicht gesponsert. Und nein, es sieht immer noch aus wie Arsch, wie Uranus, wie Urus. Okay, das ist kein Virus, aber ich finde die richtig stark. Ich habe die im Teegut entdeckt. Ich weiß nicht, ob es die woanders gibt. Im Teegut in Meiningen haben wir die gesehen. Farben genial, schön erfrischend, kalorienarm, wunderbar. Ich weiß nicht, was man da noch mehr dazu sagen soll. Kiwi Limette geht ein bisschen unter, muss ich sagen, weil einfach der Apfelgeschmack so präsent ist. Aber dafür ist der Apfelgeschmack umso besser, sodass er einfach richtig stark ist. Für mich ist das jetzt die Nummer 1. Erdbeer-Ananas war okay, war schön erfrischend, war ein bisschen süß. Was man so trinken kann als Erfrischungsgetränk war der Ciro. Schwarze Traube, ne? Hat nach Traube sehr geschmeckt, war aber in Ordnung, aber der Apfel, mein absoluter, man muss halt Apfel mögen, sonst sagt man vielleicht, schmeckt mir zu sehr nach Apfel. Wir werden jetzt gleich noch alle drei zusammenmischen in das Glas und wegziehen und dann denke ich, kann ich das ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen. Gönnt euch mal Urus und sagt mir eure Meinung dazu. So, wir mischen mal den Blauen. Den Blauen, der so schön aussah, den mischen wir jetzt. Guckt euch diese blaue Farbe an. Richtig stark. Den mischen wir jetzt mit dem Grünen. Richtig stark. Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie zu viel reingemacht, weil
von dem Lilanen gar nicht mehr so viel reinpasst. Das Glas ist jetzt schon komplett voll sozusagen. Wir müssen trotzdem den Lilanen noch reinmachen, dass es noch ein bisschen dunkler wird. Und haben jetzt eine sehr interessante, eine blaue Schimmelfarbe erzeugt, die total matt aussieht auf der Kamera. Wir probieren jetzt noch alle drei zusammen und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Ernesto-Glas. Das ganze Glas ist beschlagen. Es ist ja wirklich eiskalt, wirklich richtig stark gekühlt. Ihr müsst auch nicht ultra brutal aufstoßen, denn es hat ja keine Kohlensäure. Das war auf jeden Fall ein Schmackofatz, muss man dazu sagen. Kann ich empfehlen. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.